Es kommt ja meistens von der linken Seite ab, die über das, ja, die über die anale Phase scheinbar noch nicht meistens hinausgekommen sind und wollen immer ihr Sex mit uns. Du kennst das auch, ne? Fuck Flash und fuck Brandner. Ich will mit denen gar nichts zu tun haben, geschweige denn das, was die da so im Kopf haben. Endlich ist er mal wieder da, Stefan Brandner, der Rechtsexperte von der AfD. Grüß dich mal, lieber Stefan. Ja, moin nach Malle, mein Guter. Stefan, du hast ja mal irgendwas mit Justiz studiert. In der Funktion habe ich dich heute eingeladen, denn wir müssen reden. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Das Ganze begann 2019 auf Facebook. Da wurde die Kollegin Renate Künast, das Supermodel der Grünen, das Altmodel, wurde schwerstens beleidigt. Ich zitiere mal, Schlampe, das geht ja noch, Drecksau, okay, aber auch als Drecksfotze. Daraufhin hat sie Anzeigen erstattet und das Landgericht Berlin hat gesagt, das seien alles zulässige Meinungsäußerungen. Jetzt ist das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und das meines Erachtens Skandalöse ist nun, dass das Bundesverfassungsgericht all die Urteile vorher aufgehoben hat und gesagt hat, alle 22 Beleidigungen würden nicht gehen und Facebook muss nun die Daten dieser Beleidiger rausrücken. Und wir reden da über wirklich harmlose Sachen wie kranke Frau und Gehirn amputiert. Ja, was ist davon zu halten, Stefan? Naja, Gehirn amputiert ist jetzt nicht so nett, ne? Aber ich glaube, der Auslöser für diese Beleidigungswelle war ja wohl eine angebliche Äußerung von Künast, mit der sie sinngemäß oder unbeabsichtigt oder vielleicht auch beabsichtigt Sex mit Kindern irgendwie gut geheißen hat. Ne? So wird es ihr ausgelegt. Sie streitet das natürlich ab. Das Zitat gab es tatsächlich, ist uralt, stammt aus den 80ern. Das ist natürlich immer die Frage, ob eine Beleidigung eine Rolle spielt oder nicht oder ob eine Beleidigung überhaupt vorliegt. Das natürlich davon abhängig ist vom Kontext. Ne? Und wenn man natürlich, ja, zumindest wenn man so verstanden werden könnte, dass man meinetwegen Päderasten für tolle Leute hält, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass ein ordentlicher Gegenwind einem entgegenbläst. Nun muss ich aber selber sagen, ich bin ja nicht gerade zart beseitigt, aber so plumpe Beleidigungen und was du da gerade vorgelesen hast, das ist schon ziemlich, auch bei gerade bei Frauen, das ist schon ziemlich mies. Ne? Die Frage ist halt, ob das dazu führt, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, irgendwie alle Anwürfe da gegen Künast sind justiziabel und es müssten die Daten herausgerückt werden. Ich persönlich habe ja auch, man braucht ja nur mal auf meinen Twitter-Account beispielsweise zu schauen und was meine Mitarbeiter mir da erzählen, was da an wirklich übelsten Beleidigungen gegen mich ausgekübelt wird. Ich gucke mir das gar nicht an, ich habe die meisten stumm geschaltet. Aber das ist meistens so eine Mischung zwischen, ja, was soll ich sagen, so kindlicher Fäkalsprache, Sauf- und Sexfantasien. Sowas spielt sich immer von den Linken. Das kommt ja meistens von der linken Seite ab, die über das, ja, über die anale Phase scheinbar noch nicht meistens hinausgekommen sind und wollen immer ihr Sex mit uns. Du kennst das auch, ne? Fuck Flash und Fuck Brandner. Ich will mit denen gar nichts zu tun haben, geschweige denn das, was die da so im Kopf haben. Aber das ist halt so eine Ebene, das ist nicht die meine. Ich sag mal wieder, ich teile auch ganz gerne aus, aber gelegentlich wird dann auch mal Strafanzeige von uns erstattet und immer wird darauf hingewiesen, Facebook und Twitter und Co. geben keine Auskunft. Also die ach so guten sozialen Medien, die ja immer sagen, ja, wir müssen gegen Volksverhetzung vorgehen und Hass und Hetze im Netz, exakt die sperren sich dann dagegen, dass sie sagen, ja, wer steckt denn dahinter, wenn tatsächlich eine Beleidigung vorliegt. Also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht dafür da heute, um dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts da wirklich schlecht zu reden. Ich finde es nicht schlecht, wenn tatsächlich Beleidigungen verfolgt werden können. Wobei zu einer Beleidigung gehört natürlich nicht, wenn man eine andere Meinung hat, aber so üble Anwürfe eigentlich schon. Mit diesem Argument, dass es ja darum ging, was die Künast in den 80er Jahren gesagt hat und dass diese Beleidigungen ja eine Reaktion darauf waren, damit hat ja auch das erste Gericht argumentiert, aber das ist jetzt ja alles gekippt worden. Ich bin ja grundsätzlich bei dir. Also ich finde auch, dass so Sachen wie Drecksfotze und so, die gehen nicht. Man darf aber nicht vergessen, sind nicht alle so wortgewandt wie wir beide. Die können es halt nicht. Aber das ist egal, das soll kein Argument dafür sein. Drecksfotze geht nicht. So, aber das Problem ist doch, dass die jetzt wirklich alles kassiert haben und dann auch so Ausdrücke oder Bezeichnungen wie kranke Frau, dass das auch jetzt justiziabel ist. Ich meine, wo wollen wir denn da landen? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, was mir auch auffällt, ist, wenn es gegen Linke geht, also gegen die Altparteien, dann
sind die Gerichte immer schnell da. Aber die AfD-Politiker beispielsweise müssen sich alles gefallen lassen. Also wie oft bist du beispielsweise schon als Nazi beschimpft worden? Ich auch. Da können wir praktisch gar nichts gegen machen. Ja, damit hast du natürlich jetzt völlig recht und den Nagel auf den Kopf getroffen. Alice Weidel ist ja auch aufs Übelste und mit ähnlichen Worten da belegt worden wie Renate Künast. Nur wenn es gegen uns rausgekübelt wird, dann ist das immer alles irgendwie angeblich richtig oder im Zweifelsfall Satire und wird dann als solche auch verkauft und in den Medien wird es auch weiter nicht aufgegriffen. Das ist natürlich die riesengroße Schweinerei. Im Deutschen Bundestag vergeht kaum eine Debatte, in der wir von der Alternative für Deutschland nicht als Nazis, Nationalsozialisten, Faschisten bezeichnet werden und in einen historischen Rang gestellt werden, der das also fortsetzen sollte, das Dritte Reich, und wir auch für Mord und Totschlag verantwortlich werden. Also da wird immer richtig ausgepackt und es passiert nichts. Und du hast völlig recht, im Verhältnis zu jemand als Nazi zu bezeichnen, als Nazi zu beschimpfen, tritt das, was Renate Künast da passiert ist, meines Erachtens weit, weit nach hinten zurück. Also es sollte mal konsequent in Deutschland wirklich sich daran gehalten werden, dass Nazi-Vergleiche unterbleiben sollten, und zwar aus jeder Richtung. Und wenn das so wäre, dann wären wir schon ein faires Stück weiter in Deutschland. Was ist jetzt in der Zukunft zu erwarten? Stehen jetzt laufend Leute vor Gericht, weil sie Politikerinnen als kranke Frau bezeichnet haben. Wie wird es weitergehen? Naja, ich wünsche mir halt, dass die Staatsanwaltschaften, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, da nicht mit zweierlei Maß messen. Ne? Auch Frau Chebli aus Berlin ist ja da auch so eine ganz eifrige Anzeigerstatterin, die jetzt auch Schmerzensgeld erstritten hat. Das ist ja, im Einzelfall mag das richtig sein, aber die Justiz darf halt nicht auf einem oder möglicherweise auf anderthalb Augen blind sein. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, Beleidigungen sind strafbar, 185 Strafgesetzbuch und dann kommt noch Verleumdung und üble Nachrede oder sowas. Das sind nun mal Straftaten und die müssen geahndet werden. Daran muss sich jeder halten. Und ich appelliere nochmal daran, also es muss nicht die Netiquette sein, man muss sich ja nicht mit Federbäuschen bewerfen, aber übelste Beleidigungen und gerade aus dem Bereich, was du da angesprochen hattest, gegenüber Frauen oder diese Fäkal- und Sauf- und Sexfantasien auch mir gegenüber, was ich gar nicht nachvollziehen kann, vor allem die Sexfantasien, ist schon eine ganz üble Geschichte. Also wenn die Justiz da wirklich härter zugreift im Sinne von Bestrafen, finde ich das gut, aber es geht nicht, dass man sich eine politische Richtung rauspickt, die dann immer die Opfer sind, nämlich hier die linken Frauen mit Migrationshintergrund oder auch ohne, und auf der anderen Seite man jede programmatische, vernünftige Äußerung der AfD sofort in eine Reihe mit Hitlers Mein Kampf oder so stellen. Sowas funktioniert natürlich nicht. Das sollte schon mit einem einheitlichen Maß gemessen werden und nicht mit zweierlei. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Und schöne Grüße nach Mallorca aus dem regnerischen Gera. Dankeschön. Werde ich ausrichten. Thank you.